Ja, gestern Abend gegen 20.15 Uhr wurde über den Notruf der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in Klein-Ibna gemeldet, wonach es zwischen zwei Parteien extrem eskaliert ist. Hintergrund des Ganzen nach bisherigem Stand ist ein Streit zwischen einer 40-jährigen noch Ehefrau mit ihrem 43-jährigen noch Ehemann, die sich nicht einigen konnten, wem welche Sachen gehören und da wir Unterstützung erhalten haben von jeweiligen Angehörigen. Die 40-Jährige wurde unterstützt von ihren Eltern und der 43-Jährige hatte Unterstützung von einer Tochter und deren Mann plus gemeinsamen Kind aus einer vorangegangenen Ehe und der Mutter. Sprich, wir hatten insgesamt 8 beteiligte Personen, die allesamt leicht verletzt wurden. Es sind Schläge und Tritte dabei gewesen. Es ist Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen, unter anderem ein gekordeltes Kabel, ein Kaminbesteck. Pfefferspray soll eingesetzt worden sein. Und das ist auch der Grund, warum alle 8 Personen als leicht verletzt gelten. 6 von ihnen mussten sogar mit Rettungswagen, insgesamt 5 an der Zahl, in Krankenhäuser gefahren werden. Ja, und es ist im Prinzip aus polizeilicher Sicht ein unglaublicher Sachverhalt. Ja, insgesamt gegen 5 beteiligte Personen wurden Strafverfahren eingeleitet wegen gefährlicher Körperverletzung. Und da müssen nun die Ermittlungen zeigen, wer zum Beispiel für den Einsatz des Pfeffersprays verantwortlich war, wer eventuell ein Schlagwerkzeug eingesetzt hat. Und das wird der Lauf der Zeit zeigen.